Schlack. Allein das ist schon so eine coole Logo-Animation, finde ich. Weißt du, ob die exklusiv für Turrican gemacht wurde mit diesem Laser oder ob das die Standard-Rainbow-Arts-Animation war? Ich weiß, dass es auch in anderen Spielen verwendet wurde. Okay. Aber es kann natürlich sein, dass es für Turrican 1 gemacht und dann nur wiederverwendet wurde. Okay. Wobei beim dritten Teil ja da nicht mehr Rainbow Arts kommt, sondern Factor 5. Richtig, genau. ...16-Bit-Versions bei Factor 5. Was schon mal für Trends? Andreas Escher, Holger Schmidt und Julian Eggebrecht. Ja, was ich schön finde hier im zweiten Teil, dass man direkt hier demonstriert wird, welche Waffen es gibt und was für einen Effekt die haben. Ja. Und da haben wir eben den Meister Chris Hülsbeck. Und das ist eine sehr geckige Sache hier, die Walker, über die man einfach drauf springen kann. Aber nur die Walker. Richtig, genau. Und da haben wir sie auch nochmal alle hier aufgelistet. Den Lutz Osterkorn, den sieht man auch öfters mal auf einer Retro-Börse. Da steht er immer mit so einem Verkaufsständchen und verkauft da ein paar Sachen. Genau, da habe ich auch schon, also schön groß, da habe ich auch schon Turrican-Poster und T-Shirts und so gekauft der, direkt. Der Aufsteller, den ihr hier in der Moderation gesehen habt auf dem Tischchen, der ist auch von ihm. Ja. Ja, bei der Musik, da merkt man, die Raumbreite, die es gibt durch die 7 Kanäle, es ist einfach ein sehr, sehr, es ist ja eher so elektromäßig, aber so ein bisschen Richtung orchestral breit, also einfach eine Klangfülle, die man nur auf wenigen anderen Tracks auf dem Amiga hat. Ja, definitiv. Also ich weiß auch, ich habe damals öfters auch mal wirklich das Spiel angemacht, einfach nur um die Titelmusik anzuhören. Weil es ja auch ein Musikmenü gibt in Das stimmt, ja. So. The time date is 30.25.93.42. For decades, peace, freedom and the rule of law in galaxy Aldebaran 42 have been enforced by the United Planets Freedom Forces, UPFF. This is the United Planets ship Avalon 1 drifting through the outer reaches of the known universe. Vielleicht hört ihr das Pferdegeklapper die ganze Zeit draußen. Das sind wieder unsere obligatorischen Pferde aus dem Pferdestall von nebenan. So. Colonel Alden C. Stryker and his crew are preparing for the final passage through the barrier of the galaxy. Men, we are about to transcend the finite worlds of our galaxy. We will shortly be stepping over the edge into unknown dimensions of infinity. Also wir wollen die Galaxis verlassen, um außerhalb zu erforschen. I know we all have our fears. However, we are the only members of the UPFF that have a chance of completing the mission. We are the best there is. But sir, there are rumors that similar missions have been executed in the past, and nothing has ever been heard of the crews again. What you have heard is only gossip. Nothing can stop us this time. Our ship has modifications that were only dreamt of a short time ago. Ich glaube, den Herrn in der Mitte müssen wir uns nochmal, den müssen wir im Kopf behalten. Ja. Suddenly, in less than a nanosecond, a huge battlecruiser materializes in close proximity of the Avalon 1. Also der Sternzerstörer kommt jetzt. Genau. General Quarters! General Quarters! Men hurry to take up their battle stations amid the sounding of the alert sirens. The automated defense systems of the ship activate, the anti-radiation shields surround the ship, and finally their weapon systems are armed. Somehow, with some unknown technology, the enemy battlecruiser, with a flash of blinding light, neutralizes every defense system on the Avalon 1. Colonel Stryker and his crew are helpless! Das ging schnell, der Kampf. Definitiv. Hat man sich das Animieren gespart. An
nerve-shattering low-frequency hum vibrates through their bodies. The crew look on as the outer skin on the airlock peels back, revealing a glowing metal surface. Das ist jetzt genau die Referenz auf Star Wars Episode 4. The composite structure turns from a deep red to light red to white hot yellow. Auch der Bildausschnitt, ne? Eigentlich stehen jetzt die Soldaten, genau, ne? Ja. Und warten, was passiert. Genau. The sound of an explosion fills the air as the airlock disintegrates before their very eyes. Mutants pour through, invading their sanctuary, bringing with them the evil clutches of darkness. Our heroes fight desperately to save their ship, blazing away with their phasers. Dozens of the invaders fall to the swathing beams of death. The invaders press forward their attack, and the crew of the Avalon 1 desperately engage them in hand-to-hand fighting. Bran McGuire, with tears in his eyes, fires the last of his phaser bolts, downing a mutant, and dives to the ground as a chunk of structure falls from above. Suddenly, there is silence as the evil Emperor known as the Machine, half man, half robot, enters the airlock. Auch dieser Umhang, wie bei Darth Vader. Ja, definitiv. Be away with you, he commands his mutants, now drunk on their victory, back to the battlecruiser. The machine surveys the carnage, steps forward, and comes to halt with one foot on the prone body of Bran McGuire. Excellent, he says to himself. The crew of Avalon 1 are no more. Then, without any further hesitation, he turns and leaves the ship. Bran McGuire lays still until he is certain that he is alone on the ravaged ship. Now he realizes that he, and only he, is left to combat the evil of the invaders and restore peace and freedom to the galaxy. Up he gets and hurries to the equipment room. Ich bitte zu beachten, dass da drei Kampfanzüge sind. Die haben auch ein rotes Höschen an. Das auch. There, Bran McGuire sights the new Tarrakan fighting suits, which are built of the most advanced technology known to mankind. Climbing into the suit, one last cry is heard. Revenge! Und wer eben aufgepasst hat bei der Moderation, das ist das Bild, was auf dem Schallplatten-Soundtrack durch die 2 zu sehen ist. Mhm. Ja, soweit das Intro, Dennis. Dann schauen wir doch mal und gehen direkt ins Spiel rein. Ich habe hier den Competition Pro Star. Der ist sehr hilfreich, weil man dort Dauerfeuer nutzen kann und Normalfeuer. Weil, also wir haben ja bei Homecomputern immer das Problem, dass wir nur einen Feuerknopf haben meistens. Genau. Und man verschiedene Sachen da irgendwie unterbringen muss. Und deswegen sind das normale Feuern, ist hier auf dem Feuerknopf. Und wenn ich den gedrückt halte, dann kommt dieser Blitzschuss. Ja, und das heißt aber auch, wenn man viel feuern will, das geht sehr schnell in den Daumen und ich bin ja schon alt. Man muss viel feuern bei dem Spiel. Man muss viel feuern. Deswegen, der hat einen extra Knopf mit Dauerfeuer und das ist sehr praktisch. Also kann man quasi den oberen zum Normalfeuer nehmen als Dauerfeuer und genau, den unteren gedrückt halten für den Rundumschuss, wenn man so will. Genau. Und das ist hier der Standard. Ich glaube, bei Tarrakan 1 war es immer hier hochgesprungen. Es gab da direkt ein Extra-Leben. Und hier ist immer der Block links an der Ecke. So, hier sehen wir schon die verschiedenen Extras. Und wir sehen hier, dass der abprallt und dann auch in kleinere Schüsse zerspringt. Mhm. Ja, gucken wir uns mal den hier. Das ist jetzt der Streuschuss. Den gibt es auch, glaube ich, noch mit 5. Ich nutze den so selten. Ich auch. Das ist auch der Schwächste. Der hat am wenigsten Durchschlagskraft. Ja, er ist halt mehr gegen große Mengen an Gegnern praktisch. Ja, ja. So, wichtig mal, man kann hier hin und her und in alle Richtungen. Es gibt ja Spiele, wo man nur vorwärts kann. Mhm. Also hier völlige Freiheit.
Da sind die Diamanten, die man aufsammeln kann. Und man sieht schon, da oben ist noch eine Plattform, wo wir irgendwann mal hinkommen. Mhm. Und hier noch weitere Extras. Alice, wie gesagt, die Lines, die habt ihr eben auch gesehen, werden dann hochgezählt. Ja. Falls der Dennis gleich schafft, die anderen auch noch aufzunehmen. Joystick ist schon etwas älter. Naja. Gut, also jedenfalls inzwischen haben wir 5 Lines. Das ist diese Anzeige neben dem grünen Streifen. Der grüne Streifen ist unsere Energie. Dann haben wir hier die 2 Diamanten, die wir aufgenommen haben. Die Zeit, die runterläuft. Und die Punkte weiß ich jetzt gar nicht mehr, die da an der Seite waren. Hat das was mit den Continues zu tun? Nö, die Punkte sind einfach nur Punkte. Das ist irgendwie einfach Highscore. Nur Highscore, genau. Genau. Die Turrican 03 Anzeige oben sind natürlich die Leben und die Punkte. Wir erinnern uns, 3 Anzüge gibt's. Ja. Das sind die 3 Leben hier. Und hier sieht man sehr schön, wenn du mit dem Laser schießt, was passiert. Der Laser geht nämlich bis über seinen Kopf. Und das ist eine wichtige Sache. Wir sind nämlich dann tatsächlich geschützt vor Gegnern, die versuchen, von oben auf uns drauf zu fliegen. Ja. Man braucht nur ein bisschen, bis man den aktiv hat. Und in dem Moment, wo man den aktiviert, ist man halt kurz ungeschützt. Genau. Ja. Hier unten auch so schöne Effekte, dass das Wasser vom Wasserfall, was da runterfließt. Oder auch die hier Brücke. Die Brücke, die unter dem Gewicht sich etwas zusammendrückt. Das ist wie gesagt so ein Alleszerstörer hier. Genau, und hier aber ganz ohne Schaden durchzukommen, ist echt nicht einfach. Deswegen habe ich hier schon die Hälfte verloren. Also eigentlich würde der Weg ja jetzt auch nach rechts weitergehen, aber hier, ihr habt es eben schon mal gesehen, kann man auch höher hoch hinaus. Und das lohnt sich hier auf jeden Fall. Ich glaube, allein in der ersten Stage hier, Stage 1.1, kann man bis zu 9 Leben oder 7 Leben einsammeln oder irgendwie sowas, ne? Ja, also gibt's einiges. Gibt einiges schon, ja. An der Stelle ist in manchen Versionen rechts oben ein extra Leben drin. Hier ist es hier. Das ist auch da und ja. In manchen, ich glaube sogar auch in der Mega Drive Universal Soldier, ist da in diesem Mittelblock da oben. Aber da kommt man halt von hier aus. Ich wollte sagen, ich habe noch keine Ahnung, ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das kriege. Ja, man kann oben drauf laufen und dann sich runterfallen lassen. Ja, wir kommen später noch mal ziemlich weit hoch und dann gibt es noch mal so ein Zwischenteil irgendwann, so eine Zwischenebene. Mal ein Power-Up. Zack sein. Gerade bei diesen Viechern ist das besonders gemein. Ja, vor allem, da es diese Nester gibt hier, wenn man sagt, da muss ein Nest sein. Ja, ist eins. schön finde ich das Rainbow Arts Logo da im Hintergrund. Ja. Dieses schwarze Männchen. Und dieser Sturm hier mit den Walkern, die da werden. Oh, da kommt auch noch einer. Und es ist nicht vorgesehen, dass man hier durchkommt. Richtig. Aber es geht. Es gibt einen Trick. Es gibt Tricks, wie man sich da irgendwie vorwärts schaffen kann. Aber wir gehen jetzt mal den Weg, der vorgesehen ist. Auch das muss man aber auch erstmal wissen, ne? Dass man dann auf die quasi Hintergrundebene dieser Figur, dass man da drauf gehen kann. Ja. Aber das meine ich, ne? Also man muss unheimlich viel einfach erforschen, ausprobieren, erkunden. Hier auch schön diese Copper-Effekte mit dem Farbverlauf. Mhm. Also Copper, der Co-Prozessor vom Amiga. So ein bisschen Energie wäre jetzt schon ganz nett langsam, oder? Ja, also ich habe schon mal ein Extra-Leben. Aber ist jetzt die Frage, ob ich es schaffe, rechtzeitig das Power-Up zu nehmen, wo ich jetzt gleich dran komme, wenn ich nicht irgendwie dooferweise vorher mich treffen lasse. Wir sehen auch jetzt, nachdem wir oben waren, ist hier auf einmal ein Exit-Schild. Das war vorher noch nicht da. Lang. Ja. So. Und hier gilt es jetzt nicht, die Nerven zu verlieren. Also ich springe rüber und roll immer dann als Dings runter.
als Rat. Genau, das können wir machen. Moment, Space. So, denn hier sollte jetzt das Power drin sein. Jawohl. Eins. Eins ist drin. Das langt ja auch. Mehr brauchen wir auch nicht. Genau. Jetzt haben wir 9 Lines. Kann man übrigens, wenn man 2 Button-Joystick hat, kann man das mit dem zweiten Knopf auslösen. Mhm. Zum Beispiel im Mega Drive Pad. Ja. Aber das ist etwas, wo dieser Schuss sehr viel bringt. Definitiv, ja. Jetzt kommt man in so ein Höhlensystem, wo eigentlich dieser Bounce-Schuss gar nicht so schlecht ist, aber auch der Laser ist hier nicht unbedingt verkehrt. Also. Genau, das ist eigentlich mehr so ein Nebenkriegsschauplatz hier. Da kann man halt noch mal ein bisschen erkunden. Also nicht alles, wo nicht jeder Teil im Level ist unbedingt wichtig oder dass man auch was findet. Manches ist einfach nur da zum Erkunden. Man könnte sich jetzt als Rad dort runterfallen lassen. Ich gehe zu Fuß. Hat man ein bisschen mehr drüber Kontrolle, wo man dann auch landet. Die Stelle ist auch irgendwie überall unterschiedlich. Manchmal, bei manchen Versionen ist da unten ein Diamant drin. Ja. Das sieht schon so aus, als könnte da was sein. Aber genau, ja. Ich glaube, auch der Teil hier rechts, der ist auch optional, aber ich glaube, der ist auch immer unterschiedlich in den verschiedenen Versionen. Auf jeden Fall gibt es hier viel Diamanten zum Sammeln. Genau, wobei Diamanten sind ja, außer dass sie, glaube ich, Punkte bringen, nur für die Continues, die ja, wie wir schon gesagt haben, hinreichend sinnlos sind. Aber wir wollen ja möglichst viel hier zeigen, auch wenn ich mit der Zeit nicht mehr das Ende des Levels schaffen werde. Also ein Leben verlieren wir mindestens. Ja. Genau, aber jetzt seht ihr schon, hier sind 5 Schüsse inzwischen, ne, mit einem Power-Up. Genau, wir hatten ja schon mal eins genommen. So, hier sind jetzt Diamanten und jede Menge Walker. Ganz interessant ist noch, wenn man hier durchrollen würde und eine Bombe legen würde, wenn die Walker kommen, dann durch die Bombenexplosion fallen die Walker alle auf ihren Kopf. Okay. Auch nichts mehr. 60 Sekunden haben wir noch. Das schaffst du, Dennis. Ja, das ist bestimmt. Ich glaube an dich. Genau, hier sehen wir die Bomben, die man da legen kann als Kreisel. Hier ist es tatsächlich auch nicht ganz unpraktisch, etwas mit mehr Streu zu haben. Weil hier tatsächlich dieser Bounce-Schuss noch am praktischsten ist. Ja. Wobei ich hier finde, einen wirklich bildschirmlangen Dingsbums hier zu haben, den Rundumschuss, der ist auch Gold wert. Ja. 9, 8, 7, 6. So, da links war der Sturm. Genau. 3, 2, und hier geht es zum Endgegner. 1. Und nicht wundern, wir gehen jetzt kaputt. Das hat aber nichts mit dem Endgegner zu tun. Genau. Timeout. Manchmal langt das. Ich wollte gerade sagen, den Trick habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Das habe ich mich nie getraut. Weil ihm direkt ins Gesicht schießt. Ja, was eigentlich auch schade ist, denn hier rechts gäbe es jetzt ein Power-Up. Also ein Energie-Power-Up. Ja, wenn man es denn... Wenn man diese blöden Drachen kaputt kriegt, ja. Genau, das ist quasi, wenn man kein Leben verloren hat, dann kann man da seine Energie wieder richtig aufladen. Genau. Und ihr seht, es geht schnell, dass man Energie verliert hier. Ne? Ja. Also auch diese Viecher hier, diese grünen Raketen, die bleiben dann gern auch einfach unter einem stehen und ziehen einem dauerhaft Energie ab. So, weil sie es können. Genau. So, wir haben jetzt Zeit. Da können wir noch ein bisschen weiter erforschen.
Ja, jetzt kommt ja der interessante Teil, wenn wir nämlich wieder nach draußen kommen aus der Höhle. So, das war so eine Smart Bomb, weil wir jetzt können. So, jetzt muss man nämlich ein bisschen. Man kann nicht nach unten gucken. Ne? So ein bisschen Leap of Faith. Ich glaube, genau. Du konntest, glaube ich, hier überall einfach runterfallen. Ich glaube, es funktioniert an allen Stellen. Auch hier. Ja, sicher? Ich meine ja, es müsste. Nee, gar nicht. Jetzt weiter zur Seite drücken müssen wahrscheinlich. Du bist ja nur gefallen und nicht mehr. Du hast gesagt, man kann einfach runterfallen. Ja, ich weiß, ja, weil das ist ja hier. Aber wir können jetzt die Abkürzung nehmen. Richtig, wir müssen nämlich jetzt nicht mehr nach unten. Jetzt ist nämlich der Wind weg. Also normal, wenn du läufst und einfach weiterläufst zur Seite, dann funktioniert das mit dem Runterfallen. Okay. Also ich muss mal wirklich sagen, ich finde allein diese Bewegungsanimationen von Tarrican finde ich schon so gut gemacht. Und auch dieses Mündungsfeuer vorne, was ja immer gleich ist, egal welchen Schuss du hast. Ja. Und schön beim zweiten Teil, wo er wirklich hier auf sich so rumbewegt. Ja, er guckt auch nach unten und solche Sachen. Also das ist schon. Genau, beim ersten Teil hat sich ja nur der Strahl bewegt an der Spitze der Mündung. Richtig, und das sah ein bisschen merkwürdig aus, stellenweise. Ja. Das werden wir in der C64-Version auch gleich sehen, da ist es nämlich auch so. Ja gut, da ist irgendwas Speicherproblem. Ja. Mal abwarten ist hier auch keine schlechte Idee. Ja. Außer wenn man so ein Nest hat, weil dann werden da jetzt kommen. Dann ist abwarten echt keine gute Idee. Wolltest du nicht fallen? So tief wollte ich nicht fallen, aber immerhin bin ich nicht ganz runter. Jetzt kann man sich wieder hochschaffen. Jetzt nochmal von der Surround ein Upgrade. Leben am Limit. Ach, hier kann man rüberlaufen. Ich glaube, in der C64-Version fällt man da runter an der Stelle. Also da kann man einfach rüberlaufen. Ja, in irgendeiner Version fällt man runter. So, hier gibt es noch zwei extra Leben, deswegen wollte ich hier hin. Ja, genau. Wie gesagt, alles optionale Wege, ne, aber auf jeden Fall wichtig, viele extra Leben einzusammeln, wenn man weit kommen möchte. Ja. Das ist jetzt nur die Frage, gehe ich erst drauf oder kriege ich erst Power-Up? Das ist der große Vorteil hier am Dauerfeuer. Einfach immer, richtig. Immer voll drauf. Gedrückt halten und durchlaufen. Genau. Da hätte ich keinen Schuss mehr überlebt. Vielleicht taktischer Rückzug. Oder die Lines oder den Dings mal benutzen. Oder so.
Schon ist es gut, dass wir einen bildschirmlangen Strahler haben. Ja. So, ich glaube, hier gibt es jetzt, kann man entweder weit springen oder runter. Ich mache einfach mal diesen da, weil egal was ist, kann einem dann nicht viel passieren. Genau. Das war auf jeden Fall schon mal gut. An der Stelle werden wir gleich auch noch mal rauskommen. Okay. So. Ich glaube, hier war es sonst was. Schacht, den man auch nochmal extra abgrasen kann. Uah. Na, das Problem ist, da wo er steht, ist er nicht bildschirmfüllend. Ja, dann sind wir doch. Ich glaube, es wird nichts, Dennis. Ja. Na, Mist. Zu hoch gesprungen. So, aber was ich sehr fair finde, der Gegner ist jetzt nicht mehr da. Da wäre das Power-Up gewesen. Genau. Ja. So, wir sehen, da kommen als welche nach. Also muss da ein Spawner sein. Ja. Hat sich einer verirrt da unten? Ja. Und wir sehen hier rechts, fällt da immer so ein extra Leben. Genau. So ein kleiner sind Hinweis. Sind das denn jetzt auch zwei, weil die da zweimal runtergefallen sind eben? Nee, es ist immer dasselbe, was sich da wieder, was dann neu materialisiert. Das ist ein Drachen, sehr. Drachenkollegen da oben. Nervig. Jetzt haben wir keinen. Dann mich. Dann halt nicht. Sehr taktisch, Dennis. Na also. Geht doch. So, dann springen wir mal hier runter und guck mal, da ist ein Extra-Leben. Wir haben wieder nur noch 76 Sekunden. Ich glaube, ich muss mal langsam zum Ende kommen. Ja, aber das Ende kommt ja jetzt auch. Also eigentlich. Ja, nur, dass wir jetzt nicht noch unnötigerweise, wir könnten jetzt da links noch irgendwie, ja, den ganzen Diamanten noch einsammeln gehen, ja. Dann müsste es aber, glaube ich, wieder auch zurück von der anderen Seite dran. Ja. Kleine Gemeinheit, kommt als letzter Gegner noch mal so ein fieser Möb, so ein, ja, fieser Grüner, der sich gerne an dich dranhängt. Sehr schön. Also ihr seht schon gar nicht so kurz die Stage. Mhm. So, da wächst was hoch und um einen zu irritieren. Und man muss hier ein bisschen gucken, ja, ob denn... Ja, so, da war nämlich... Sonst schnell abwärts hier. Mhm. Ja. Aber auch hier wieder eine fantastische Musik finde ich in der Stage. Mhm. So, hier merkt man jetzt, wo er ein ganz klein bisschen Performance-Probleme kriegt. An so einzelnen Stellen. Ah, das respawnt sehr gut. An so einzelnen Stellen fängt es auf dem Amiga 500 ein bisschen an zu ruckeln. Mhm. Aber es ist wirklich da. Hier, oh ja. So. Ich habe keine. Ah. Da ist wieder eine. Ja, jetzt. Aber das wäre jetzt genau die richtige. Ja, der richtige Anwendungszweck gewesen, genau, an der Stelle. Ja. Genau, also wenn wirklich verdammt viel los ist, dann ist irgendwann die Blitterzeit aufgebraucht und dann ist. So, wir könnten noch da links weitergehen, aber wir gehen mal hier rechts.
hier eine. Ah, nein! Ich bin an den. Das, da komme ich jetzt nicht mehr zurück, oder? Verdammt! Ich glaube nicht, nein. Ja. Weil das wäre eine Stelle mit vielen Extra-Leben gewesen. Ja. Also, das ist viel. Mit zwei Extra-Leben. Die aber auch ganz interessant ist, weil man da nämlich gucken muss, welche Partien man wegschießt, um da überhaupt noch hinzukommen an die Stelle. Ja, also da nicht runterfallen. Kann ich da, komm ich hier nochmal hoch? Obwohl, doch, du kommst da hoch. Hey, du kommst da hoch. Ja, jetzt erstmal hier oben so dieses Viech da. Und mir fällt gerade mal auf, dass in dieser Version an der Stelle nichts ist, weil bei vielen Versionen kommt da so ein kleiner Robotermöppel, steht da, den man ganz spät erst sieht eigentlich. Und da kriegt man schön Energie abgezogen, wenn man reinfällt. So, da ist auch so ein Spawner. Mhm. So. Ihr seht, da oben zuckt es schon, da oben sind noch welche. Hier muss man jetzt aufpassen, dass man sich nicht den Weg verbaut oder verschießt, um da überhaupt hochzukommen. Ja, denn man muss jetzt hier so ein bisschen sich selber die Plattform zurechtbauen. So ein bisschen Treppen bauen eigentlich. Genau. Wenn man zu weit schießt, dann ist alles weg und dann kommt man da nicht mehr hoch. So, weil wir wollen nämlich da die Extra-Leben freischießen. Die hängen auch ziemlich weit oben. Ich glaube, in manchen Spielen sind die deutlich weiter unten schon angesiedelt. In welcher Version meinst du? Ja. Ja. So, das waren die beiden Extra-Leben hier. Immer diese Walker, die da aus dem Nichts kommen. Die irgendwo fallen. So ein bisschen Jumpscare-mäßig. Ja. Und warum das da? Keine Ahnung, aber... Wie gut, dass wir so einen langen Schuss haben. Ja, so, da ist wieder dieses Viech, was sehr viel Schüsse einsteckt. So, das wollte ich auch die ganze Zeit mal machen. So, dann schießen wir uns mal wieder den Weg frei. Ich finde das auch schön, solange wir Feuer gedrückt halten, auf jeden Fall. Können wir jetzt mal hier ein bisschen in der Luft... Prost. So. Ah, ja. Du hättest ein Extra-Leben kriegen können, glaube ich. Ja, ich habe nicht... Wenn du direkt nach links gedrückt hättest. Ich glaube, man kommt da noch hin. Da gibt es auch einen optionalen Zwischengegner da oben, genau, der auch noch mal zwei, drei Extra-Leben fallen lässt. Hier. Mhm. Und hier gibt es keinen Safe-Spot? Ah doch, den gibt es hier. Auch wieder in irgendeiner Version ist der nicht da, der irgendwie. Ich glaube, beim C64. Ja, es gibt auch nicht wirklich, ist auch nicht wirklich safe, aber... Ja, zumindest kann man da schön mit dem Rundumschuss aufmöbeln. Ja. Aber schön, dass wir jetzt diese super hektische Waffe auch mal gezeigt haben. Genau, also da kann man auch nichts steuern. Das ist einfach nur völliges Chaos. Ja. So, das hat zwei extra Leben gegeben. Es gibt auch auf der rechten, also man kann auch, wenn man sich entscheidet, nach ganz rechts zu fallen, das habe ich jetzt, verpeilt, kommt man noch an eine Stelle, wo man hochspringen kann und auch nochmal ein extra Leben kriegt. Mhm. Also wo man so in so einem Turm hochspringen muss. Kommt man dann auch nochmal nach ganz links rüber? Wir haben es ja eben auch geschafft. Also das wäre quasi... Also wir fahren mal nach dahin. Genau, aber... So, und rein theoretisch... Müsste ich... Joystick-Akrobatik. Ja. Ja. Ach, kommst du direkt drauf? Man muss ja genau im richtigen Moment abpassen. Ja. So.
Ja, nee, komme ich leider nicht. Okay. Aber da oben wäre noch, glaube ich, ein extra Leben gewesen. Also hier lasse ich mich tatsächlich gerne auch einfach durchrollen durch die Fassade. Ja, hatte ich überlegt, aber... Da kann man nämlich auch schön diese Viecher relativ einfach... Ja. Stichwort, wir sind unverwundbar. Oder man nimmt das Schild. Oder das und rennt durch, ja. Go, go, go. Ja. Doof ist, wenn das Schild dann genau aufhört, wenn man drin steht in dem Spiel. Ja. Interessanterweise hat der offensichtlich einen begrenzten Bewegungsradius und bleibt irgendwann stehen. Dann kann man ihn schön abschießen. Einmal ein Blick auf den Hintergrund. Wir haben jetzt irgendwie so ein Teufelsschädel oder so hier. Und da wächst ein bisschen Gras, also schon mit Liebe zum Detail gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und hier das Wasser, was auf die Rüstung oben aufplatscht, noch als Effekt. So, aber es wird mal wieder Zeit hier für ein Waffen-Upgrade. So, da stand so ein Auge. Richtig, genau. Hab ich auch im letzten Moment gesehen. Die sind auch echt schwer zu sehen. So, hier ist jetzt wieder was, wo dieser Rebound-Schuss tatsächlich Sinn macht. Ja, da auch die sieht man nicht so richtig, genau. Ne? Ja, im ersten Teil gab es ja noch die... Time-Up. Im ersten Teil gab es ja noch so eine Zeitbombe, die man legen konnte, mit der man sowas richtig, dann platt machen konnte. Das gibt es leider im zweiten Teil nicht. So, hier hätte ihr extra sein können, ist nur keins. Auch gleich kaputt gemacht. Mist. Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Ich hätte es aber auch gedacht. Gut, dann war doch noch nicht mal was an der Stelle. Ja, hat noch nicht mal was gebracht. War hier unten was? Ja, man stirbt. Das ist jetzt... Ja. Das ist ja fies. Ja. Das ist ja mehr da als muss man fies. Jetzt springen. Das war... Also das ist auch... Ich hatte gedacht, ich bin da hochgesprungen, da muss ich ja irgendwie... Ja. Also das war jetzt so eine... Das war jetzt unnötig, die zwei Leben zu verlieren. Das stimmt. Das ist, weil ich jetzt im Erforschungsmodus bin. Normalerweise spiele ich auf möglichst schnell durch. Ja. Also bis auf natürlich die extra Leben nehmen. Ja. Jetzt wollte ich es mal wissen. So einer. Bin ich schneller. So. Hier gibt es auch gleich eine Stelle, wo man schön mit dem Rad sich genau, ich überlege gerade links stürzen kann. Ich glaube, noch eins runter. Ja. Ich glaube, noch eins runter. Ich glaube, noch. Ja, genau. Große Plattform. Wenn man, genau, wenn man jetzt nämlich hier kann man sich genau da durchtunneln. Tunneln, genau.
Da sind wir wieder. So, und damit kommen wir zum Endgegner. Direkt reingesprungen. Kannst du dann den Superzerstörer nochmal machen? Normalerweise muss man sich nur an den richtigen Stellen hinstellen und den richtigen Winkel auf das Auge schießen. Ja. Aber man muss es halt auch hinkriegen. Im Übrigen, das sind Walker, die man nicht mit draufspringen kaputt kriegt. So, da muss man nämlich hintreffen. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ich würde sagen, das sollte uns für unsere Amiga-Fassung an der Stelle erstmal reichen. Genau, das war die erste Welt. Wir kommen jetzt in die zweite Welt. Irgendwas mit Dungeon heißt der Track jetzt gleich. Das kann sein, ja. Also, die erste von fünf Welten und dann gucken wir doch mal. Gucken wir mal, wie das im Vergleich in der C64-Version aussieht. Genau, mal eine kurze Umbaupause und bauen mal den C64 auf und dann schauen wir uns mal die C64-Version des Spiels an. Genau. Bis gleich. Bis gleich.